Alles klar, Freunde, nachdem wir Zapdos uns gefangen haben, geht es nun weiter. Und zwar, was machen wir jetzt? Wir gehen erstmal 5 Nonnen haben wir jetzt geholt. Lass uns nach Safronia gehen an der Stelle. Natürlich, wir gehen nach Safronia City. Fliegen erstmal Pikachu. Was geht denn bei dir, my friend? Pikachu, bitte fliegen Sie mal. Von wo aus gehen wir nach Safronia? Lass uns mal einfach von hier aus gehen. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Aber ja, wir können eigentlich demnächst auch nach Safronia. Und genau. So läuft das Ganze, Freunde. Die letzten Tage habt ihr gemerkt, Freunde, wahrscheinlich. Wie gesagt, so unter der Woche kommt auf jeden Fall ein Let's Play-Part. Wenn in den anderen Spielen viel los ist und das ist aktuell, dann kommt unter der Woche nur dieser eine. Wenn nicht, dann auf jeden Fall zwei. Ich, ja, will nicht über 3 Videos pro Tag rausgehen. So, wisst ihr, was ich meine? Ich meine, ich finde es nicht schlimm, ich komme darauf total klar, weil so ein Let's Play aufzunehmen ist echt angenehm, um ehrlich zu sein. Du hockst dich halt hin, zockst schön, nimmst alles auf. Das Bearbeiten und so weiter und so fort, beziehungsweise Exportieren braucht schon seine Weile. So ist nicht, aber es ist recht angenehm. Also man hat schnell ausgesorgt für ein paar Tage, sag ich mal. Aber abgesehen davon, dass sich das Thema, nicht, dass ihr euch wundert. Wie gesagt, ein Part wird auf jeden Fall unter der Woche immer kommen, am Wochenende 2. Und ja, wir sind jetzt Gen 6 Norden. Ah, warte mal. Zapdos, Zapdos nehme ich nicht mit ins Team. Wir haben Zapdos zwar gefangen, aber Zapdos nehme ich vorerst nicht ins Team. Ich würde gerne ohne ein legendäres Pokémon spielen. An sich habe ich eigentlich früher immer mit, ich hatte, wenn überhaupt, ein legendäres Pokémon nur im Team. So für die Story, sag ich mal, und nicht mehr. Ich habe es gerne ohne legendäre Pokémon gespielt. Jetzt ist aber die Frage, wen haben wir rausgetan? Ich habe nicht in unser Team geschaut. Dieser Flossen Toto Ding ist drin. Knogger. Where's my boy Knogger? Knoggerino, wo ist Knogger? Bide? Sehe ich den gerade nicht oder geht's mir nicht gut? Oder ist Knogger schon im Team? Hä? Bide? Bide? Ich. Concentration, also Concentration. Knogger. Ah, da ist Knogger. Schau mal, jetzt. Oh. Hey, nein, das ist nicht unser Knogger. Bide? Wo ist unser Knogger? Das ist unser Knogger. Keiner weiß. Knogger, ja, kommst du mal ins Team wieder zurück. Genau, das wollen wir haben. Ja, perfekt, genau so. So, paste es. Sehr schön. Und ja, wir gehen jetzt nach Safronia City. Nach T haben wir schon damals bekommen gehabt. Ich glaube, ich habe nichts vergessen, oder? Wir wollten nichts anderes machen. Ich glaube, danach, wir haben, wollten uns, wie heißt der? Zapdos holen. Und jetzt machen wir uns auf den Weg. Ja, das passt, glaube ich, alles. Oder, Knogger? Yeah, I guess, yes. Genau, wir müssen hier quasi durch die Route hier nach rechts. Wir haben, wir brauchen Tee, aber Tee haben wir auch schon bekommen, vorhin, damals schon. Hallo, jetzt lassen die uns hier durch hier. Oh ja. Hier nimm, gönn den Tee. Okay, danke schön, ciao. Und so kommt man quasi nach Safronia City, Freunde. Und Safronia City wird eskalieren, das sage ich euch. Aber wir checken uns natürlich erstmal das schöne Safronia City ab. Oben hat es auch eine Arena-Leiter. Beziehungsweise, also es hat 2 Arenen hier in Safronia City. So war das früher zumindest. Und Team Rocket schleicht ja auch im Bass, hau ab. Junge, kämpf doch, wenn du Tüte hast. Genau, und zwar vorne jetzt. Passt jetzt nicht mehr auf. Jetzt gucken wir mal hier kurz rein. Wir gehen mal checken, erst mal von oben nach unten. Chanira! 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 Lieblings-Pokémon? Wo steigt doch da? Ah, Nachahmerin, ja, genau das, die ist da oben, ne? Das stimmt, die Nachahmerin. Ole! Dodo, was geht denn ab? Spiegel, Spiegel an der Wand, wer ist die Süßeste im ganzen Land? Achso, du willst ein Dodo sehen? Achso. Bitte, wer bist du? Magst du Pokémon? Hey, warum fragst du mich? Das wollte ich doch von dir wissen. Was soll das denn? Du bist total seltsam. Hm? Ich soll aufhören, Leute nachzuahmen, aber die Nachahmerei ist doch mein Hobby. Oh, Junge, okay. Willst du von mir ein Dodo sehen oder was ist los mit dir? Wer ist denn da? Was ist denn das für ein komischer Kauz da? Dodo, kannst du einfach reden oder was? Wie Idee? Geht das? Es geht doch nicht. Schauen wir mal, ob es geht oder nicht. Ich hatte die Frage, was ist die Lieblings-Pokémon? Entweder Pipi oder Dodo hier? Der war da draußen, shit. Aber ich glaube, es ist Pipi. Ja, ich glaube, es ist auch Pipi. Au, was mache ich? Einfach vertippen. Keiner weiß. Hallo? Und ciao. Du willst ein Pipi sehen, oder was?
Hat dein Vater gesagt. Ja, Vater unser. Haben wir eins gefangen, Freund? Ich glaube... Ah ja, da schau mal. Ich dachte gerade. Genau das. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ob sich da was tut. Und was sagst du zu meinem Pipi? Lol, dass ich anhört. Ah, du bist besorgt, komm her. Möchtest jetzt sagen, ja, hier, hast du ein Pipi. Okay, es hört sich komisch an, ich lasse es. Delegator, oh, genau das. PvP-Elator. Was ist hier drin? Mal auf! Spaß. Okay, so viel zu. Ihr wisst, wie das Pokémon heißt. Und holen wir jetzt mal Knogger wieder rein. Was ist denn los hier? La, 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 la. Nee. Ich sollte mal die Pokémon, glaube ich, markieren, damit ich weiß, wer wohin gehört. Aber gut. Knogger, genau dies. Okay, so viel zum ersten Haus. Haben wir uns einen Delegator abgestaubt. Sehr schön. Machen wir weiter. Jetzt bin ich gespannt. Weil jetzt, wie gesagt, eine Kampfarena. Da bekommt man keinen Arena-Orden, aber was anderes. Also, alten Eisen wissen auf jeden Fall Bescheid, was man bekommt. Und hier ist eigentlich die eigentliche Arena. Wenn ich den Weg schaue. HDF, mach Platz. Aber da können wir später erst rein. Wir müssen nämlich noch was erledigen in Saffron City. Gehen aber mal hier rein. So. Komm nur her, Shigeru. Boah, Razaf. Ikso! Knogger! Oh, mit den Dances, look at the moves, look at the plays, it is the Knogger from anywhere. Genau das. Wart mal die, zack! Raus mit dir, Junge. Oh mein Gott. Wie es verstorben ist, kein Neues. Ja, genau so viel dazu, Shigeru. Genau so viel dazu. Muss auch ein bisschen trainieren. Oh, jetzt! Und wer bist du? Mugeru. Shigeru und Mugeru. Oder wie heißt du? Komm jetzt hier. Tatsuma! Ha, Tatsuma! Ach, Wakata. Georoku, hast du so kein Kampf-Pokémon? Hast du dich verlaufen, Zaman, oder was? Das ist ein Dojo hier. Hier hast du ein Kampf-Pokémon. Der hat sich einfach verlaufen. Das kann's ja wohl nicht sein. Du kriegst ein... Nein! Nein, das akzeptiere ich nicht. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Das akzeptiere ich nicht. So nicht, meine Freunde. Knogger, bitte. Ah, zack. Und der zweite kommt näher. Ra! Sehr schön. Jetzt, wo ich die so sehe in schöner Grafik, dachte ich, damals dachte ich immer in Classic Rot, 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 Grün, Blau, Gelb, die erste Edition halt, dachte ich immer, der quasi Arena-Leiter, ich dachte, der wäre älter. So Sensei-like, wisst ihr, was ich meine? Aber ist natürlich auch irgendwie so ein Schwarzgurt einfach wie alle anderen. Also, er war natürlich, glaube ich, auch in den Spielen nicht als, sein Sprite war auch quasi gleich wie die anderen, aber Satoru, glaube ich. Aber ich hatte ihn so an sich einfach bildlich immer so als Sensei so vor mir. Wisst ihr, was ich meine? So als Sensei einer Kampfschule. Aber gut. Oh, Yemine, was ist denn das? Counterpick. Bisa. Knogger kommt zurück. Das reicht. Bisa Flur. Kampuzzi. Aua. Warte mal, der Legend of Rasierblatt haben wir immer noch nicht gelernt. Oder habe ich es verlernt? Haben wir Rasierblatt erlernt gehabt? Ich glaube ja, aber ich habe es für Megasäure weggemacht. Oh. Die Knogger Level 46. Genau Destiny Place. Satoru. Oh, Satoru Iwata Sensei. Legend. Haja! Haja, ja, ja! Haja, ja, ja! Woher hab ich das? Nobru! Marshall! Ja, jetzt bist du ready oder was? Junge, komm, du. Oh mein Gott, Freunde! Danach wisst ihr, wer kommt, ne? Danach wisst ihr, wer kommt.
Zack! Überroller. Morgen vielleicht. Rarinho! Jetzt, Freunde. Der Arena-Leiter hat richtig geile Pokémon. Der hat richtig geile Pokémon. Jetzt passet sie auf. Willkommen Kampf-Dojo. Er ist keine Arena, sondern Dojo an der Stelle. Ich bin gerade Meister und zuständig für die Ausbildung der Schüler. Haja! Wenn du noch eine Herausforderung für Körper und Geist suchst, bist du an der richtigen Adresse. Du kannst dir sicher sein, dass ich mich unter keinen Umständen zurückhalte. Haja! Freunde, jetzt. Jetzt wird's geil. Schaut euch seine Pokémon an. Meister Unity. Was? Der hat nur eins. Okay, ich hab's verwechselt. Quapo. Bide? Hatte der nicht Nocturne und Kikli? Also... Kleiner Spoiler. Danach bekommen wir von ihm Kikli oder Nocturne, können uns einen aussuchen. Aber hatte der nicht auch selbst Nocturne und Kikli? Ich weiß nicht. Aber ich stelle euch jetzt schon mal die Frage, Freunde. Wir dürfen uns danach Knogger oder Kikli aussuchen. Welchen von beiden favorisiert ihr? Also welchen von beiden mögt ihr? Wenn ihr die Wahl hättet. Nocturne oder Kniggy. Nocturne oder Kikli? Lasst mich in die Kommentare wissen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wen ich nehme. Ich habe damals immer Kikli genommen, aber Nocturne finde ich auch übertrieben nice. So, Kikli. Aber Kikli war auch krank. Kikli. Wenn mich alles täuscht, sollte Kikli in eine Referenz zu Bruce Lee darstellen. Und Nocturne Logo zu einem Boxer, aber ich weiß nicht, ob es zu einem bestimmten Boxer ist. Nocturne, Kikli. Kikli, Bruce Lee, Kikli, Nocturne. Chan. Oh, die Qual der Wahl, die sehen beide so geil aus. Die sehen so geil aus, Pikachu, was sagst du? Ja, wen sollen wir nehmen? Ich weiß nicht. Knogger, was sagst du? Ich weiß echt nicht, wen ich nehmen soll. Guck mal, Nocturne, wie ready ist. Wisst ihr was? Zu Ehre von Hajime no Ippo. Ihr fragt mich ja immer, was mein Lieblingsanime. Mein Lieblingsanime ist Hajime no Ippo, Freunde. Und wir entscheiden uns hier deswegen mal. Shoutout an Hajime no Ippo und Ippo an sich selbst. Wenn ihr den Anime anschauen wollt, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Hajime no Ippo, Freunde. Ist ein Boxing-Anime. Okay, nice. Haben wir uns noch schon geholt. Passt schon. Den will ich aber auch nehmen. Komm, schnell, Team Rocket-like. Jetzt so nicht gierig werden. Ja, drop die Stones, mein Freund. Was steht hier dran? Wie die Saat, so die Ernte. Genau das. Wie der Stone, so der Multisummon. Wie der Stone, so der GS. Hört sich besser. Anyway. Annie, are you okay? Hey, Rocky. Hey, da ist ein Pokéball. Kann ich da nicht hin? Doch, na klar. X-Spezialverteidigung, Maestorino. What is here los? Tips for Trainer. A Trip to Trainer! Ey! Ja, in deinen Träumen. Ich werde dich nachher so zerfetzen. Team Dreckred. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Kage-Treff. Bruno von der Top 4 ist mein Vorbild. Seine Kraftattacken sind unschlagbar. Sein Zickzack ist das Herz, den ganz gerade. Sein Bizeps so groß wie ein Berg. Ich gelobe zu trainieren, bis ich so gut bin wie er. Dann bleib dran, mein Freund. Use Code Alpha. Ich sag dir eins, sogar von der Top 4 ist eine Nummer für sich. BD, siehst du cool, dass sie. Ah, siehst du, das ist ein Kage-Treff hier an der Stelle. Jeder hat seinen Faith. Auf Meister von meiner Arme. Niemand weiß, wer er ist. Ja, den zerstöre ich nachher noch. Keine Sorge. Kennst du Major Bob? Ja, Major Dreck. Ja, ich hab mal was an von ihm. Kannst gerne nehmen, aber ich kann es dir leider nicht geben irgendwie. GG. Von Major Dreck, der hat es einfach aufgedrückt. Nie keiner wollte sein Autogramm. Der sagt, hier nimm. Ah, der FBD, ciao. Naja. Ey, hast du irgendwas Neues am Start? Ich brauche ein bisschen. Ja, du weißt, was wir hier brauchen, ne? Aus dem Pokécenter. Drop mal die Hyperwelle, mein Freund. Aber immer gut gebrochen. Ja, damit. Oh, und wir holen uns viele Tränke, weil in Safuna wird es noch eskalieren. Genau, gib mal ein paar Drinks, please. Wie viel habe ich? Nur 8? Oh, je mehr, das reicht ja links und rechts. Orinio nicht.
Ja, damit. Hier bitte sehr, danke schön, ja, danke, ciao. Super Tränke, brauchen wir super Tränke. Oh, Junge, ich glaube nicht, das passt. Okay, wir sehen uns dann, hau rein, danke, ciao. Was sagst du da? Ja, natürlich. Hey, bin lieber so teuer, aber komm her! Ja, das ist geil auf jeden Fall. Wenn man mich beleben muss, dann muss man auf jeden Fall Stones geben. So. Oder meinen Finger nehmen und ich muss auf Multi drücken. Okay. Ah, hier, guck mal, hier noch hin. Er hat sich verlaufen, oder was, du? Oh. Da gehen wir gleich hin. Ihr habt Team Rocket gesehen, da gehen wir gleich hin. Wir gucken aber noch ganz kurz uns Safrone in seiner Pracht an. In seiner schönen Pracht. Oh. Ey, hast du dich verlaufen? Willst du kämpfen? Aha. Oh, hey, cool, das geht ab. Warte, sag nichts, ich weiß, was du so siehst. Soll ich vor mir, du willst, dass du stimmst. Her damit, genau, da endlich. Endlich einer, der mich versteht. Endlich einer, der mich versteht. Danke dir. Appreciate the love, man. Endlich ein. Siehst du meinen Kollege Kurt? Da geht's runter. Okay, da müssen wir nicht im Pokémon Center. Ist am Astroworld. Astroworld. Ja, ja, Silph Company. Ich komme gleich rüber, dann versohle ich euch die Nasen. So, Leute, was haben wir hier? Du, willst du was tauschen? Keine Sorge, dafür reiche ich. Du, ich komme aus Alola, bei mir geht's alles um Raichu. Alola Raichu bekommen wir von dir. Wir haben aber keinen Raichu, ne? Schade, schade. Egal. Das nächste Mal dann. Hier haben wir so Pokémon, wir haben gekämpft. Haben wir, ja, haben wir. Dann gucken wir noch links auf Safronia und dann begeben wir uns zur Silph Company, Freunde. Da wird es eskalieren, die nächsten Parts. Da haben wir nämlich viel vor, auf jeden Fall. Gegen Team Rocket Toro. Rocket? Bitte bewege uns bald wieder, ja, ja. Ey, was geht ab? Kann das auch diese Gaunen und die Rocket Rocket? Ja, ja. Und sie, was schaust du an? Die Karte. Pokémon wachsen je nach Art unterschiedlich schnell heran. Okay, und warum schaust du die Wand an? Dreh dich doch zu uns. Naja. Naja, manche sind halt so, ne? Wandfetischisten. Genau das. Okay. Was steht hier dran? Wichtige Informationen. Freuen Sie auf das neue Produkt. Jetzt kommen wir jetzt schon in alle Munde. Erscheinungszeit ist noch nicht bekannt. Meisterbahn. Spoiler, Spoiler. Pelle, Pelle, Pelle. Haben wir hier noch irgendwas verpasst, Freunde? Oder waren wir schon? Ne, hier waren wir noch nicht. Aber oh, oh doch. Ne. Das ist die Briefe austauschen aus Orania. Als in Orania City. Hey, mein Brief geht nicht an. Dev, Taubsi. Hey! Naja, ich hab's schon gemacht. Und was habe ich bekommen? Delegator. Genau das habe ich gebraucht in meinem Life. Du willst du kämpfen? Mama, wollen wir eine Trampel? HDF, komm, bitte, mach Platz. Anyway, dann würde ich sagen, hier waren wir schon. Auf geht's, Freunde. Zur Silph Company. Knöger, bist du bereit, mein Freund? Wir werden uns jetzt rechnen dafür, was sie. Wir werden uns dafür rechnen, was sie deinem Familienmitglied angetan haben. Mit der Tragos-Tragödie. Ja, du bist ready, ne? Du bist ready. Let's go, man. Let's go! Nein, ihr Lappen! Lass gefälligst durch, guck mal. Nein, nein, noch mehr, nein. Ich nehme meinen Waffe ein, keine Unbefugte. Unbefugt? Na hör mal, wir gehören doch zum selben Team. Jetzt reicht's, meine Geduld ist am Ende. Du hast... Da ist deine Befugt. Lol. Lol, die hat den geklatscht. Jesse, warte auf mich. Na, Team Rocket. Also Jesse und James, die wurden eigentlich von Team Rocket ausgegrenzt, ne? Sie denken nur, dass sie in Team Rocket wären, jahrelang. Aber, also sie tragen weiße Uniform, weil sie denken, sie hätten eine Sonderposition. Dabei haben sie quasi die Dreckuniform. Uniform dafür, dass sie nicht dazugehören. Hey du da, HDF! Schreib mich doch einmal an und ich komme rüber. Oh, ich bin ja rübergekommen. Tut mir leid, aber insofern gibt es im Unter etwas turbulent zu. Für Kinder ist es hier einfach zu gefährlich. Ach, bitte halt die Klappe, Mann. Ja, komm her. Get it. Das ist natürlich Gary, aber ja. Oh, das ist doch blau. Oh, miau. Asni, was machst du denn hier? Das heißt, das Gebäude wurde besetzt. Das hätte ich gehört. Ja, ja, Asni. Du drückst den Nagel auf den Knopf, Asni. Solange wird es Zeit, dass jemand die Pläne, die Verbrecher ein für alle Mal durchkreuzt. Ganz meine Meinung, jetzt lass mich in Ruhe arbeiten. Gut, dann sollten wir gleich mal besprechen, was wir... Was? Also der Plan hat... Ich stelle den Plan. Oder du nimmst die Lösung von Team Rocket zur Brust und vertreibst sie aus dem Gebäude der Silph Company. Einer könnte das allerdings etwas gefährlich werden, also sollte Arzt dich auf jeden Fall begleiten. Für einverstanden, klingt gut. Arzt, also, ich komm. Komm, pumpen.
Lol, und du zischt ab, oder was? Der Boss ist hier drin. Gerrit! Geniale Idee, wir helfen uns ja sogar die Top 4. Wer weiß, da könnten wir uns jetzt eigentlich aufteilen und den Planetar umsetzen. Aber zuerst... Außerdem, da ist die. Das war euch zwei Grünschnäbel. Junge, wir sehen uns später noch. Ja, einfach allein lassen, muss ich mir... Was muss ich mir sicher sein, dass ihr überhaupt das Zeug erzaubt euch mit die... Oh Mann, HDF, bitte, komm! Drop deine Pokémon, komm! Ja, zeig mir! Komm! Komm, komm! Ja, komm her, Junge! Was, du gefällst mir? Was? Wie willst du dir testen? Ich teste dich, Saman! Du tanzt dir mit zwei Pokémon an und willst mich testen. Du tanzt dir mit zwei Pokémon an und willst mich hier testen. Bidi. Bidi. Kriegst einen Feuerschlag in deine Schnuppe. Effektiver war es plötzlich. Bam, raus mit dir. Oh, oh, oh. Oh, oh, okay, okay, okay. Ja. Wenn du meine Pokémon danach nicht heilst, dann gibt's Ärger. Und es kommt noch härter. Hade. Okay. Raus mit dir. Glurak! Genau das ist. Oh mein Gott, geil! Geil! Hallo, ich bin Glurak! Hallo, ich bin Totok. Dann hast du eine Kaskade. Die Animations kommen gleich. Flugschnitt. The Animations! Genau das! Das aussieht, keiner weiß. Ja, tut nicht so cool. Ja, mit den Moneten. Ich brauch Stones. Ja, was ist jetzt pur? Junge, ich heal mich mal. Arsene, viel Erfolg. Arsene, übertreib's halt, wir waren so oft pumpen. Jetzt komm schon, hau einen raus, Arsene. Das ist halt mal ein bisschen Mumm. Anyway, Freunde, jetzt geht's hier erstmal voran. Und zwar. Ihr merkt's wahrscheinlich an der Musik. Hier eskaliert alles. Oh, BD. Damals habe ich mir erstmal jedes Stockwerk angesehen. Aber normalerweise wäre ich die Treppe, also ich gehe mit der Treppe immer hoch eigentlich. Aber ich hoffe, wir passen nichts in den Stock. Nee. Ganz halt direkt hoch oder so. Aber wir fangen von ganz unten natürlich an. Ja, ja. Ein Stockwerk gibt es auch noch. Das werden wir auch noch sehen. Das ist richtig geil. Wir fangen mal einfach von ganz unten an, Freunde. Kämpfen uns hoch. In diesem Part fangen wir damit an. Nächstes Part machen wir weiter. Und da bin ich gespannt, wie lange das Ganze dauern wird. Let's go! Team Dreckrett, die denken auch, die können mir Angst machen. Lala, BD. Und wir dappen natürlich jeden. Oh, hast du mich entdeckt oder was? Hey, Kindchen, du hast ja nichts zu suchen. BD. Du hast nicht mal einen Namen. Rüpel. You don't have a name. Ich bin ein Versager, da hast du verdammt nochmal recht. Da hast du verdammt nochmal recht. Ey, und du hast verlaufen und bist ein Halleluja, genau das. Oh, wir können es auch teleportieren. Das sind die Silf. Ah, genau das sind die Flashbacks. Das wird so geil hier. Wir müssen erstmal Türöffner finden. Und Schlüsselkarte im Prinzip. Das wird so geil. Ich freue mich drauf hier. Deswegen dachten wir auf einfach jeden. Kinder haben nichts verloren, ja. Genau das. Und kriegst Level 33, okay, ist ja gut. Seht ihr, da hat sich das Training auf jeden Fall gelohnt, Freunde.
Hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Training. Sehr schön, das freut mich. Ups. Noch ein Smog. Oh je, drei Pokémon. Insgesamt drei Pokémon. Oh je, Mini. Uno. Boom. Due. Boom. Zum allerersten Mal hat sich mein Glutexo entwickelt damals zu Glurak, habe ich die Story euch erzählt, aber es war hier in der Sylph Company. Zack. Und Aref. Raus mit dir. Raus mit dir, such dir einen anderen Job. So stark. Ja. Genau dies. So, und du, Forscher, hast verlaufen, wie gesagt. Junge, du sollst an den nächsten Bannern arbeiten. Was machst du hier? Hast du dich verlaufen oder was? Herbert. Herbert! BD! Oh, Electric, okay. Wieso? 35, ja, schau mal. Das Training hat sich auf jeden Fall gelohnt zum Glück. The Training. Oh yeah. Morgen triffst du mich damit. Oh, der 50 Sandama. Nice. Unser erstes Pokémon auf 50. Sehr cool. Dann auch noch Sandama, MVP. So. Klar, was machst du? Ich so! Auf die Etage kommen wir auch noch. Ich würde gerne einfach von unten nach oben. Das mag ich immer so, von unten nach oben gehen. Zwei Pokémon, okay. Oh, Nebulak. Olle, Rey Mysterio. Boom! Weiter Kämpfe. Ich finde, Stumblick hat sich schon geil aus. Sorry, Stumblick hat sich schon geil aus. Hat auch eine Alola-Form. Zack. Stimmt, Stumblick hat auch eine Alola-Form. Das wird geil, wenn wir das auch uns ertauschen können. Alola-Mauzi. Miau. So, wo geht's hier? Ich guck nur ganz kurz. Ich werde wahrscheinlich wieder zurück zur ersten Etage gehen und von dort aus dann immer hoch, wie gesagt. Weil wir sind dann hier irgendwo immer. Einfach, dass ich einen Überblick habe. Ja, ja, okay, wir gehen wieder zurück. Von oben nach unten, wie gesagt. Genau, und ist links war nichts, ne? Ah, lol. Ja, okay, ich habe mir schon gedacht, das kommt mir noch bekannt vor. Hier sind, mit dem einen Teleporter sind wir wieder hierhin zurückgekommen. Also hätten wir uns den Weg eigentlich sparen können. GG. Aber gut. So werden wir schlauer. Und dann machen wir hier weiter. Das ist ein Teleporter direkt. Gucken wir mal, wo wir hier da hinkommen. Oh, zu Dame. Okay. Und, Dame? Nee, ich will dir helfen. Ja, kein Ding. Finale, ja, genau das. Final Explosion Margin Vegeta oder was? Die Idee. Was mit dir? Ich habe schon viel Zirkommen, was soll ich bloß machen? Ja, nimm die Treppe und geh raus, du Dummer. Du Dummer, du. Ja,
Oh. Habe ich mich verlaufen. Danke, ciao. Wir sehen uns später wieder. Als ob die mich nicht gemerkt haben, so wisst ihr, was ich meine. Oh. Ist das nicht... Ho-Ohs Turm in Johto? Antique City? Sieht so aus, weiß nicht. Hier ist open. Aha, hier ist niemand. X-Kapsel, Spezialverteidigung, Uro. Okay, wo kommen wir hier? Oh, BD. By the way, sollten wir hier Flammenwurf eigentlich finden irgendwo. TM-Flammenwurf. Lichtkanone. Oh, Lichtkanone? Ja, okay, ich brauche nicht unbedingt. Okay, Lasst uns den Hain hier noch besiegen kurz. Dann gehen wir zur unteren Etage wieder. Hallo, zu kämpfen. Und... auf Etage 3 machen wir dann Schluss für heute. Dann machen wir im nächsten Part. Was heißt für heute? In diesem Part machen wir Schluss. Und dann machen wir im nächsten Part weiter. Kane. Hey, yummy, got you. LOL, the counters, the counter. Nice. So, Rüpel, zisch mal ab. Genau, lass uns wie gesagt die Etage zuvor durchsuchen. Kurz angucken, Etage 2 sollten wir sein, genau. Haben nicht alles angesehen. Jeden besiegen, der hier ist. HDF, das war gerade der Typ. Ich bin von da dahin gegangen und ich habe es einfach nicht gemerkt. Oh mein Gott. Wir waren einfach die ganze Zeit auf Etage 2. Das sind die Baits. Das sind legit die Baits. Egal, Freunde, wie gesagt, dann machen wir... mal hier Schluss auf Etage 2 oder zweite Obergeschoss. Ich gehe mal kurz Knogger heim und dann sehen wir uns ab hier im nächsten Part wieder und machen dann weiter im Kampf gegen Team Rocket. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis dann, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be alright.